Hi, hi. Ja, im Grunde genommen kann ich auch schon loslegen, weil ich das wahrscheinlich dann auch veröffentlichen werde, soweit es geht. Also ist ja die Möglichkeit, dass man Live-Videos 24 Stunden zugänglich machen kann, auch ja, so ähnlich wie bei Stories. Im Grunde genommen möchte ich noch einmal aufmerksam machen auf meinen Post von gestern, auf mein Video, das ich gestern hochgeladen habe. Das war wirklich, ich habe ja noch irgendwann mittags die Story gemacht, so ja, nächster Beitrag wird krass, weil da ist mir so diese ganze Idee, dieses ganze Konzept erstmal gekommen, sage ich mal. Und dann hat sich im Laufe des Tages, hat sich da diese Idee daraus gesponnen, eben dieses Video zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Einfach erstmal so ein paar Mainstream-Berichte einzublenden und dann anschließend diese kleine Schauspieleinlage, sage ich mal, dazu veranstalten. Und es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bedanke mich auch direkt mal hier bei jedem für die tollen Rückmeldungen auf dieses Video, das ich da gestern hochgeladen habe. Da haben mir echt viele Leute so noch privat geschrieben. Wirklich danke dafür, auch die netten Kommentare. Jemand meinte, er hatte Gänsehaut beim Anschauen. Das freut mich natürlich, sowas zu hören. Auch wenn es natürlich ein bisschen, ich sag mal so, es war hier mit dieser epischen Musik im Hintergrund und hier ein auf, wow, aber wollte ich einfach mal ausprobieren, so ein Konzept, so ein Video und ja, Mann, mal war einfach selber gespannt, wie sowas ankommt. Klar, es ist ein bisschen übertrieben, es ist ein bisschen emotional gemacht und so weiter, aber dennoch hat es irgendwie Spaß gemacht, auch das Ganze dann einzusprechen, war irgendwie eine coole Sache. Yes, wie geht es dir? Mir geht's auf jeden Fall sehr, sehr gut soweit. Doch war schon durchaus produktiv jetzt heute und werde möglicherweise auch direkt einen neuen Beitrag vorbereiten. Für heute oder morgen muss ich noch schauen. Und nee, was ich sagen wollte, einfach nochmal auf dieses Video aufmerksam machen, wenn es euch wirklich gefällt oder gefallen hat. Ich habe da wirklich fast beinahe den ganzen Tag erst dann reingesteckt an Aufwand. Deswegen freut es mich wirklich, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr es möglicherweise teilt oder so weiter, jemand zuschickt, wo ihr denken könnt, so hey, könnt ihr bei denen kleinen Klick machen dadurch. Deswegen, yes. Aber das soll nicht alles sein, also die Werbung für meinen letzten Beitrag, sondern ich möchte auch noch eine interessante Sache mitgeben zum übergeordneten großen Thema Corona. Eine Sache, einen Moment, ich hole mir meine Wasserflasche kurz. So. Ja, eine Sache, die möglicherweise durchaus untergegangen ist. In der ganzen letzten Zeit. Eine Sache, die gar nicht so wirklich angesprochen wird. Hi, 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 da kommen einige neue dazu. Und zwar, es gibt ja ganz, ganz viel verschiedene Videos zu diesem Thema. Es gibt Videos, die deuten auf diesen Zusammenhang, die zeigen auf, dass hier irgendwas nicht passt, die deuten auf bestimmte Dinge hin, auf bestimmte Widersprüche und so weiter. Und man verliert ganz, ganz schnell das Verständnis dafür, dass das auf der gesamten Welt geschieht. Dass das, was wir hier gerade sehen, nicht ein deutsches Phänomen ist, nicht ein europäisches Ding, sondern auf der ganzen Welt, zeitgleich, egal ob in buddhistischen Kulturen, egal ob in Japan, egal ob in Amerika, im ach so freien Amerika, egal ob in muslimischen Ländern, egal ob in christlich geprägten Ländern, überall findet das statt, was gerade stattfindet. Und das sollte einem zu denken geben. Das sollte man mal so ein bisschen realisieren und möglicherweise sich mal überlegen, wie das denn sein kann, dass innerhalb weniger Tage alle Länder mitmachen. Klar, es gibt da so Scheinausnahmen, sage ich mal, wie von mir aus Schweden. Aber Schweden ist keine wirkliche Ausnahme. Im Großen und Ganzen halten die auch irgendwo diese Regelungen ein. Die wurden jetzt auch noch mal enger geschnallt, die Riemen, sage ich mal, der Freiheit dort. Und das ist doch eine interessante Sache, dass überall auf der ganzen Welt, in egal welcher Kultur, ja, diese Dinge hier gerade passieren.
sind alle auf einmal unfähig, das Ganze zu bewerten. Sind alle Menschen auf einmal, gibt es nicht irgendwo eine Regierung, die sagt so, sollen doch alle ihre Wirtschaft abschalten, wir machen hier ganz normal weiter. Scheiß doch auf die anderen. Wir machen doch jetzt hier nicht den kompletten Shutdown. Gibt es keine Regierung, die sich das möglicherweise denkt? Sind alle Regierungen zeitgleich innerhalb weniger Tage und Wochen zu dem Punkt gekommen, wir machen jetzt alle den kompletten Shutdown? Das ist eine Sache, ja, die untergeht. Die untergeht. Alexander Wagan hat darüber was gemacht. Empfehle ich auf jeden Fall seine Videos, seinen Kanal. Aber ansonsten, viele zeigen hier Widersprüche auf, da Widersprüche, aber wirklich mal diesen Sachverhalt, dass das hier wirklich zeitgleich, also vor allem wie schnell in den unterschiedlichsten Kulturbereichen, ist doch einfach, das ist wirklich so eine Sache, auf die ich euch mal aufmerksam machen möchte. Das ist wirklich auch ein Schlüssel. Vor allem, weil wer hat denn die Macht? Wer hat denn die Macht darüber, das zu koordinieren? Und wenn man wirklich, wenn man sagt, so, das war halt Zufall, das ist halt so passiert, sehr blauäugig, sehr naiv meiner Meinung nach, das so zu denken. Deswegen war es mir einfach wichtig, auf dieses Thema aufmerksam zu machen hier an dieser Stelle. Denn es gibt wohl bestimmte Themen, die sind zwar sehr, nicht sehr zahlreich besetzt, es sind sehr, sehr wenige Themen, aber es gibt bestimmte Themen, die haben übergeordnete Interessen. Übergeordnete Interessen. Ja, das ist was ganz Neues, was es noch nicht gab, schreibt hier Victoria. Richtig. Globale Schattenregierung, nenn das Kind beim Namen. Die Frage ist, welcher Name? Da kann man wirklich ins Grübeln kommen. So, welche Institution hat wirklich diese Macht? Denn das ist ja wirklich eine Annahme, die beinahe unerhört ist, anzunehmen. Es gibt Kräfte, die können in jedes Land reinregulieren. Die können über Grenzen hinweg, über Kontinente hinweg Dinge bestimmen, Dinge festsetzen. Das ist nicht ein Bill Gates. Das ist kein Bill Gates. Bill Gates ist auch, wie viele andere, eine benötigte Figur. Aber nicht derjenige, der hier die Dinge koordiniert. Das ist alles geplant. Alles von Anfang bis Ende. Und solange es keinen großen Aufschrei gibt, machen sie ihre Pläne weiter, schreibt hier die Mandy. Ich will dieses Live-Video nicht allzu lang machen, aber ich möchte auch noch eine Einschätzung mitgeben. Ja, der sogenannte tiefe Staat, richtig. Es gibt verschiedene Bezeichnungen, verschiedene Modelle, verschiedene Überlegungen, wie man dieses Tisch... jetzt komme ich auch durcheinander mit den Kommentaren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses Kind beim Namen nennt. Gibt es, aber wenn du nicht an diesem Tisch sitzt, weißt du nicht, wer dabei ist. Man weiß nicht wer, man weiß nicht, was dabei ist, richtig. Und ich möchte eine Art ganz übergeordnete Einschätzung abgeben, eine ganz übergeordnete Interpretation meinerseits, die nicht nur jetzt an diesen sichtbaren Dingen sich festmacht, sondern wirklich meine Interpretation, was das Ganze übergeordnet für die Menschheit bedeuten könnte, wenn man es so bezeichnen möchte oder so formulieren möchte. Und zwar ist es ein Test. Das Ganze ist ein Test. Wenn ihr mein Video von gestern gesehen habt, habe ich damit gestartet, dass ich gesagt habe, wen siehst du, wenn du dich im Spiegel betrachtest? Jemandem, der sich freiwillig den Dingen unterwirft, der freiwillig seine Freiheiten sich einschränken lässt, oder jemand, der Eigenverantwortung übernimmt? Diese Corona-Geschichte ist nach meiner Interpretation eine Art Test. Es ist eine Art Test,
die jedem Einzelnen, egal in welcher Situation ist, egal woher er kommt, egal was sein Stand der Dinge ist, die jedem Einzelnen eine Frage stellt. Und zwar die Frage, wer bestimmt über dein Leben, wer bestimmt über deine Freiheit und wer bist du? Ich will das Ganze gar nicht so konkret ausformulieren, sondern das einmal so ein bisschen in diesen vagen Formulierungen belassen. Denn jeder Einzelne ist davon betroffen. Das habe ich gerade eben schon angesprochen. Jeder Einzelne steht vor den gleichen Herausforderungen. Und jeder Einzelne hat Eigenverantwortung, hat jetzt die Verantwortung auf die gegebene Situation, ja, zu reagieren. Und zwar, es gibt verschiedene Optionen. Man kann natürlich darauf warten, dass andere sich darum kümmern, dass andere das Ganze in die Hand nehmen, dass andere schauen, dass das hier wieder in Ordnung kommt. Oder du bist du selbst und reagierst in deiner Weise auf diese gesamte Geschichte. Und wartest nicht darauf, übergibst nicht anderen die Verantwortung, sondern beurteilst selbst die Dinge, traust dich selbst hier Urteile zu treffen. Und das ist meiner Meinung nach eins dieser Dinge, wo sich auch, ja, wo man dieses gute alte Formulierung verwenden kann, hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Ist hierauf sehr, sehr gut zurückzuführen. Oder ja, es ist hier sehr, sehr gut einfach anzuwenden, diese Formulierung. Die Spreu trennt sich vom Weizen. Und es wird diejenigen geben, die sich sehr gewillt, wie man sie überall hier sehen kann, diesen Regularien unterwerfen. Die sogar das jetzt als neuen Standard sehen. Die auch in Zukunft bereitwillig und bereitwilliger als davor Regularien annehmen werden, die dankbar sind, wenn andere für sie regeln. Und es wird diejenigen geben, die jetzt wirklich erkennen, wer sie selbst sind. Die erkennen, dass sie die ganze Zeit eine gewisse Rolle hier gespielt haben, aber dass sie diese Rolle nicht sind. Dass sie diese Rolle auch ablegen können. Dass diese ganzen Unterwerfungen in einer gewissen Art und Weise sogar freiwillig geschehen, ohne dass wir es wissen. Klingt paradox, aber so ist es. Im ersten Semester in Jura hatte ich Rechtsphilosophie. Und Rechtsphilosophie hat sich im ersten Semester damit beschäftigt, warum wir Gesetzen gehorchen, in Klammern müssen. Nicht, weil sie für uns gelten. Nicht, weil es legitim ist, dass ein anderer über dich bestimmen kann, sondern einzig und allein aus dem Grund, weil der Großteil der Menschen diese Gesetze annimmt. Deswegen gelten sie auch für dich. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, das ist eine heftige Sache. Die neue Partei Widerstand 2020 hat über 80.000 Mitglieder und die Zahlen gehen weiter durch die Decke. Die Leute werden wach. Ja. Bin ich noch in der Recherche, was dieses Thema angeht, will ich noch keine Meinung dazu sagen. Aber das passt sehr, sehr gut. Danke für diesen Kommentar. Es passt sehr, sehr gut in das Thema, was ich gerade behandeln möchte. Und zwar, kein anderer kann für deine Freiheit sorgen. Keine Regierung. Kein Politiker, kein Trump und auch keine Partei kann dafür sorgen, dass du in dir Freiheit erreichst. Viel mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Ich möchte den Livestream nicht schon wieder so lang ziehen wie beim letzten Mal. Das war wirklich wild, wie plötzlich eine ganze Stunde rum war. Deswegen will ich es auch dabei belassen, bei diesen kleinen kurzen Impulsen. Werde versuchen, dass ich diesen Livestream diesmal wirklich zugänglich machen kann für die nächsten 24 Stunden, damit auch andere diesen Livestream sehen können. Und möchte ganz am Ende, wie gesagt, nochmal auf meinen neuen Beitrag hinweisen.
den ich wirklich sehr viel Zeit reingesteckt habe und gerne ja, nochmal ermutigen oder ermuntern, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, gerne Support in irgendeiner Form ja, dazulassen, wie es euch, wie ihr Bock habt, keine Ahnung, wenn ihr jemanden habt, dem ihr das Video gerne weiterleiten wollt, dann macht das sehr, sehr gerne und gebt ihm gerne ein Like, wie auch immer. In diesem Sinne war es das auch schon wieder von meiner Seite hier aus. Ich wollte nur diese kleinen Impulse einfach weitergeben. Hoffe, ich konnte euch einen kleinen Impuls geben und bedanke mich natürlich wieder für jeden Teilnehmer. Wir waren diesmal an der Spitze 25. Freut mich sehr. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Beitrag, bis zur nächsten Story, bis zum nächsten Livestream. Und ja, tut mir leid, lieber JDorn 4. Ich will die Live-Videos nicht so lang machen, weil wenn Leute dann in der Story die Videos anschauen, dann wollen sie keine ganze Stunde lang anschauen. Das kenne ich von mir selbst. Aber wenn es so ein paar Minuten Livestream ist, den kann man sich durchaus möglicherweise nochmal so anschauen. Deswegen werde ich ihn tatsächlich jetzt beenden und wünsche aber jedem Einzelnen hier doch einen sehr, sehr schönen Tag. Ja, ein bisschen düster ist das Wetter gerade. Trotzdem schaut die Sonne so ein bisschen durch die Wolken durch. Wie auch immer. Weiterhin ein sehr schönes Wochenende und bis zur nächsten Story, bis zum nächsten Livestream und checkt auf jeden Fall auch meine Telegram-Gruppe ab. Link ist in meiner Instagram-Bio. Also Leute, macht's gut und ciao.